Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen nochmal von meiner Seite zum Talk Deutschland sucht den Digital Service Coordinator. Dieser Digital Service Coordinator ist eine neue Behörde, die in Deutschland entstehen soll, um EU-Regeln für Plattformen durchzusetzen. Da geht es um Transparenz für Werbung, Beschwerdewege, Risikominimierung. Es hört sich jetzt alles etwas trocken an, Behörde, Regulierung, Risikominimierung, aber dieses Regelwerk der EU hat wirklich das Potenzial, viele von uns im direkten Alltag zu berühren, weil viele von uns vermutlich Plattformen benutzen auf irgendeine Art und Weise, Suchmaschinen, Online-Marktplätze, Buchungsseiten, Foren, soziale Netzwerke. Und das Ziel dieses Gesetzes, dieses Regelwerks ist es, unsere nutzenden Rechte zu stärken, unsere Grundrechte zu schützen. Das kann aber nur funktionieren, wenn diese Regeln auch vernünftig durchgesetzt werden. Und genau darum soll es jetzt gehen in den nächsten rund 15 Minuten. Ich werde erst kurz was zu diesen EU-Regeln selbst sagen, dann zu der Frage, wer sie auf EU-Ebene und in Deutschland durchsetzen soll und den Fokus ganz am Ende nochmal sehr speziell auf Deutschland legen. Mit diesen Fragen haben wir uns in der SNV beschäftigt. Die SNV, Stiftung Neue Verantwortung, wir sind ein gemeinnütziger Think Tank, arbeiten zu diversen digitalpolitischen Themen. Mein Name ist Julian Jauers und ich bin in diesem Think Tank unter anderem mit einigen meiner KollegInnen für das Thema Plattformaufsicht, Plattformregulierung zuständig. Unsere Analysen, unsere Vorschläge sind alle auf der Website öffentlich kostenfrei verfügbar. Und in diesem Bereich Plattformaufsicht, Plattformregulierung haben wir, wie gesagt, eigene Recherchen durchgeführt, haben mit vielen Leuten gesprochen, Fachinterviews geführt, mit Leuten aus der Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, haben eine Behördenbefragung durchgeführt. Und basierend darauf würde ich gerne ein paar der Überlegungen, die wir uns gestellt haben, hier präsentieren. Und zwar das erste, wie gesagt, mit dem Punkt zu diesem EU-Regelwerk. Das ist nämlich der DSA, der Digital Services Act, also das digitale Dienstegesetz der EU. Dieser DSA ist ein Regelwerk für Online-Plattformen, das seit Ende 2022 in Kraft ist, mit dem erklärten Ziel, für uns Nutzende ein transparentes und sicheres Online-Umfeld zu schaffen. Und wie der DSA dieses Ziel gerne erreichen möchte, ist, indem es Regeln ausstellt für Plattformen und damit eine Abkehr ist, davon Plattformen Sachen alleine entscheiden zu lassen. Ein paar Beispiele dafür: Wie gehen Plattformen damit um, welche Inhalte sie löschen, welche Inhalte sie gezielt anzeigen, welche Inhalte sie blockieren? Erklären Plattformen ihre algorithmischen Empfehlungssysteme? Haben Plattformen Beschwerdewege für Nutzende? Das waren alles Fragen, die vor dem DSA in den allermeisten Fällen den Plattformen allein überlassen wurde. Selbstverpflichtungen, freiwillige Maßnahmen. Manchmal gab es auch nationale Gesetze zu einzelnen Teilaspekten davon. Und nach dem DSA soll es eben so sein, dass es ein EU-weites Regelwerk für solche und weitere Fragen gibt. Das heißt, Plattformen in der EU wird ein Rahmen vorgegeben und Mitgliedstaaten eigentlich auch. Der DSA hat sicherlich Schwächen. Da gibt es vielleicht Themen, wo manche Leute noch gern weitergegangen wären. Das heißt, es ist vielleicht noch nicht perfekt. Aber selbst wenn der DSA perfekt wäre, selbst wenn es perfekte Regeln gäbe, die besten Regeln bringen ja nichts, wenn sie nicht vernünftig durchgesetzt werden. Und damit kommen wir zum zweiten Teil und zur zweiten Frage, nämlich der Durchsetzung dieser neuen EU-Regeln. Und da muss unterschieden werden, ganz grob, zwischen sehr großen Online-Plattformen, die im DSA erwähnt werden, und eben allen, die nicht als sehr groß gelten. Die sehr großen Online-Plattformen, das sind die, die mindestens 45 Millionen Nutzende in der EU im Monat haben. Das sind bekannte Dienste, Facebook, Instagram, TikTok, Wikimedia, Zalando, Booking und noch weitere, insgesamt 19 aktuell. Und für diese sehr großen Online-Plattformen ist hauptsächlich die Europäische Kommission zuständig, um da die Einhaltung des DSA zu überprüfen. Das ist eine relativ neue Aufgabe für die Kommission. Die Kommission ist bisher selten als tatsächliche Aufsichts- oder Durchsetzungsbehörde in Erscheinung getreten. Das ist nicht die Rolle. Deshalb werden in Brüssel auch gerade, da wird ziemlich viel umstrukturiert, es werden neue Teams aufgestellt, es werden neue Leute gesucht und die Kommission holt sich auch Unterstützung, unter anderem durch das Europäische Zentrum für algorithmische Transparenz. Das wurde im April in Sevilla eröffnet. Das ist
ja, quasi eine Forschungseinrichtung, die fast nur dafür da ist, die Kommission bei der Durchsetzung für diese sehr großen Online-Plattformen zu unterstützen. Für die nicht sehr großen Online-Plattformen sind aber die Mitgliedstaaten zuständig, also jeweils der Mitgliedstaat, in dem diese Plattform den Sitz hat. Das bedeutet in der Praxis, die Mitgliedstaaten können durchaus mehrere Behörden benennen, die sich dann um die Durchsetzung der Regeln aus dem DSA kümmern. Diese Trennung, die ich jetzt hier aber aufgemacht habe, ist aber gar nicht so strikt, wenn nach meinem Verständnis. Und zwar ist es so, dass es durchaus auch Möglichkeiten gibt, wie die Kommission die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Erstens können die Mitgliedstaaten auch manchmal bei der Durchsetzung von den sehr großen Online-Plattformen mithelfen und eine Rolle spielen. Und zweitens sitzt die Kommission und die Mitgliedstaaten, die sitzen zusammen in einem neuen europäischen Gremium, das Europäische Gremium für digitale Dienste, ein beratendes Gremium, wo sie eben auch zusammenarbeiten müssen. Da sitzt, wie gesagt, die Kommission und die Mitgliedstaaten und hier aber aus den Mitgliedstaaten jeweils nur eine Behörde. Ich hatte ja eben gesagt, dass die Mitgliedstaaten durchaus mehrere Behörden benennen können. In diesem Fall, wenn die in dem Gremium sitzen, kann es aber nur eine Behörde pro Mitgliedstaat sein. Und, ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, das ist genau der besagte Digital Service Coordinator, den ich schon im Titel erwähnt habe. Dieser Coordinator hat also die Aufgabe, die nationalen Behörden zu koordinieren. Er hat die Aufgabe, im Gremium zu sitzen. Aber der Koordinator macht mehr als nur koordinieren. Der Koordinator hat auch eine ganze Reihe von wichtigen Aufsichts- und Durchsetzungsaufgaben bekommen. Und da würde ich gerne einfach nur ein, zwei Beispiele liefern, um kurz zu zeigen, was der genau machen muss. Für die Nutzenden im Publikum, also die Leute, die Plattform nutzen, sei es eine Suchmaschine, sei es ein Online-Marktplatz, was auch immer, ist der DSC ziemlich wichtig. Und das Beispiel, was ich hier rausgepickt habe, um das zu zeigen, ist, weil der DSC eine Beschwerdestelle ist. Der DSA sieht auch vor, dass die Plattformen selbst Beschwerdewege haben müssen. Aber was ist zum Beispiel, wenn diese internen Beschwerdewege nicht funktionieren? Dann können sich VerbraucherInnen an den DSC wenden, an den Koordinator. Was ist, wenn eine Buchungsplattform oder ein soziales Netzwerk die algorithmischen Empfehlungssysteme nicht gut erklärt? Dann können sich die VerbraucherInnen an den DSC wenden. Die Deutsche Verbraucherschutzorganisation, der VZBV, hat das auch sehr stark betont, dass es hier wichtig ist, dass es eine zentrale Beschwerdestelle ist, dass Nutzende nicht von einer Behörde an die nächste geschickt werden, dass sie zeitig Rückmeldung bekommen. Und das bedeutet wiederum für mich, dass der Koordinator wirklich eine Expertise aufbauen muss zu unterschiedlichen Risiken auf unterschiedlichen Plattformen für unterschiedliche Gruppen von Menschen. Das bedeutet eben ja, eine gewisse Spezialisierung und Aufbau von Expertise beim DSC. Für diejenigen, die Plattformen nicht nur nutzen, sondern auch zu Plattformen forschen, ist der Koordinator nochmal wichtiger. Und zwar um diese viel zitierte Blackbox algorithmischer Plattformen zu öffnen. Bislang war das so, dass wenn Forschende Daten von Plattformen haben wollten, sie meistens auf den guten Willen der Plattform angewiesen waren. Sie mussten quasi bei den Plattformen vorstellig werden, wenn sie zum Beispiel erforschen wollten, wie verbreiten sich bestimmte Inhalte, wie funktionieren die Empfehlungssysteme. Manchmal hat das funktioniert, es gibt ja Forschung zu Plattformen, aber in vielen Fällen hat das auch nicht funktioniert. Die Daten waren fehlerhaft oder nicht vollumfänglich, die Datenschnittstellen waren nicht gut, es war zu teuer, es gab irgendwie Schikane, wer welche Daten bekommen hat oder nicht. Und deshalb war jetzt hier im DSA der Ansatz, es muss einen gesetzlich verbrieften Zugang geben für Forschende zu Daten. Und auch das steht grob im DSA, das wird auch noch verfeinert in weiteren Gesetzen, aber die tatsächliche Umsetzung des Ganzen liegt beim Koordinator. Das heißt, die Kommission und die Koordinatoren können selbst Daten anfragen, aber sie sind vor allen Dingen auch dafür zuständig, dass Forschende, sei es aus Unis, sei es aus der Zivilgesellschaft, Daten bei Plattformen anfragen können. Das heißt, auch hier wieder ist es sehr wichtig, dass die Koordinatoren eine Expertise aufbauen, um Plattformrisiken zu verstehen, um solche Anträge bewerten zu können, um ein Netzwerk aufzubauen zu Wissenschaft, zu Zivilgesellschaft. Und wenn man sich diese ganzen Aufgaben jetzt einmal zusammennimmt, dann finde ich, ergibt sich so eine Art ja, Blaupause oder idealtypischer Koordinator. Und das habe ich versucht, mal hier aufzuzeigen. Der Koordinator muss kollaborativ sein. Das ist hauptsächlich diese Koordinierungsfunktion. Er muss die verschiedenen Behörden irgendwie zusammenbringen und mit denen im Austausch sein.
Aber ich finde, die Beispiele Datenzugang und Beschwerdestelle haben gerade auch nochmal gezeigt, dass er eine Expertise aufbauen muss. Es muss eine Art Spezialisierung für Plattformen und Plattformrisiken, Plattformgeschäftsmodelle bei dem Koordinator vorhanden sein, damit überhaupt die möglichen Vorteile für Nutzen und für Forschen überhaupt genutzt werden können. Und der letzte Teil ist die Vernetzung. Das ist nicht nur deshalb wichtig, weil es wirklich wortwörtlich so im DSA steht, dass der Koordinator sich vernetzen muss, sondern ist auch wirklich aus praktischen, pragmatischen Gründen einfach wichtig. Die Expertise kann nicht aufgebaut werden, wenn der Koordinator nicht mit externen Fachleuten im Austausch steht. Und damit komme ich zum letzten Teil und zu der deutschen Frage, wie sieht das denn jetzt hier in Deutschland aus? Und damit komme ich auch zur letzten Abkürzung für heute. Die KDD, die Koordinierungsstelle für digitale Dienste. Und da muss ich leider ein sehr großes Sternchen dran machen, weil das alles noch nicht final ist. Es wird seit Monaten darüber diskutiert, wo der deutsche Koordinator entstehen soll, wie der aufgebaut sein soll. Da wird es einen Gesetzentwurf zu geben aus dem Digitalministerium und das wiederum wird dann logischerweise im Bundestag debattiert. Aber diesen Gesetzentwurf gibt es eben noch nicht offiziell. Das heißt, viele der Sachen, die jetzt kommen, sind eher Spekulation und dafür gedacht, dass vielleicht, wenn Leute das später interessiert, auch eine Bewertung dieses Gesetzentwurfs oder zumindest der Berichterstattung dazu möglich sein soll. Das heißt, ich würde mich jetzt dran versuchen, so eine Art Prüfsteine aufzuzeigen für den deutschen Koordinator und wie das in Deutschland vielleicht gelingen kann. Und dazu nochmal auf die drei Bereiche von eben. Gerade in Deutschland ist es wichtig, finde ich, diesen Koordinierungsaufwand möglichst gering zu halten. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir in Deutschland föderal organisiert sind. Das heißt, es gibt auf der Landesebene, auf der Bundesebene viele Behörden, Anstalten, Gremien, die irgendwie mit Plattformen zu tun haben. Und es war auch immer klar, dass es in Deutschland nicht nur eine einzige Stelle geben wird, die Plattformaufsicht übernimmt. Aber hier sollte wirklich sichergestellt werden, dass möglichst viel beim Koordinator gebündelt wird, möglichst wenig Ausnahmen dafür entstehen, wenn der Koordinator nicht zuständig ist. Denn meine Sorge ist sonst, oder das Risiko, was ich sehe, ist, dass vor der lauter Koordinationsaufwand der Koordinator die ganzen anderen wichtigen Aufgaben, die ich vorgestellt habe, die den Nutzenden und den Vorstand auch sehr helfen würden, dass die unter den Tisch fallen und dass er die nicht wahrnehmen kann. Der zweite Punkt zur Expertise, da war wohl mal im Gespräch oder ist im Gespräch, ein Forschungsbudget beim deutschen Koordinator vorzusehen. Das halte ich für sehr sinnvoll, das wäre super, wenn sowas käme. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass der Koordinator wirklich eine eigene Forschungs- oder Dateneinheit braucht, wo eben solche Datenanalysen durchgeführt werden können, wo der Kontakt zur Wissenschaft hergestellt werden kann. Und zum letzten Punkt der Vernetzung, da ist es wichtig, verschiedene Austauschformate zu haben, die Zivilgesellschaft einzubinden und das scheint auch der Fall zu sein, das scheint auch der Wunsch zu sein. Es gab Diskussionen dazu, einen Beirat bei dem Koordinator einzurichten, das halte ich auch grundsätzlich für sinnvoll, wenn er eben neben anderen Austauschformaten besteht, um nicht sich nur auf dieses eine doch sehr starre Format eines Beirats zu verlassen. Und was ich sonst noch als kleine Gefahr bei dem Beirat sehe, ist, dass es vielleicht nur so eine Art vorgetäuschte Einbindung von externer Expertise ist. Das ist leider nicht selten der Fall. Das Mäzenater-Institut hat eine Studie gemacht, wo sie sich alle Beiräte auf Bundesebene angeguckt haben und haben unter anderem drei Sachen festgestellt. Erstens, Zivilgesellschaft ist fast nie eingebunden. Zweitens, die Transparenz dazu, wer in diesen Beiraten sitzt und was der Beirat überhaupt machen darf, ist sehr gering. Und drittens, die Beiräte werden fast nie evaluiert. Und all das könnte der deutsche Koordinator besser machen, könnte von vornherein die Zivilgesellschaft mit einbeziehen, eine klare Rolle für den Beirat vorsehen und die Benennung so machen, dass sie auch wirklich inhaltlich und nicht politisch bedingt ist. Und es könnte eine gesetzlich vorgeschriebene Evaluierung des Beirats vorgesehen werden. Ich glaube, wenn man diese drei Punkte berücksichtigt, also eine starke Bündelung, ein guter Expertiseaufbau und eine Vernetzung mit einer echten Einbindung von Zivilgesellschaft, dann kann der Koordinator in Deutschland auch eine hoffentlich starke Rolle für uns als Plattformnutzende spielen. Ich persönlich würde sogar aber auch sagen, und da erlaube ich mir noch eine Bonusabkürzung, dass es langfristig sinnvoll wäre, eine wirklich eigenständige, unabhängige, spezialisierte neue Behörde aufzubauen, eine digitale Diensteagentur. Ich bin mir darüber im Klaren, eine neue Behörde ist wirklich kein Allheilmittel, das ist teuer, das dauert lange, das ist ein bürokratischer Aufwand.
Aber ich glaube, gerade bei diesem Fall DSA ist es wirklich sinnvoll, darüber nachzudenken, denn der DSA fordert sowieso eine unabhängige Plattformaufsicht und es ist eben nicht nur der DSA, der sich mit Plattformen, Datenschutz, Datenökonomie auseinandersetzt. Da ist noch eine ganze Reihe von deutschen, europäischen Vorhaben, die alle irgendwie damit zu tun haben. KI-Gesetz, Verordnung zu politischer Werbung, Data Governance Act, Data Act, Reform der DSGVO. Da wäre es, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man sich mittel- oder langfristig darüber Gedanken macht, was die Vorteile so einer digitalen Diensteagentur sein könnten. Und damit schließe ich erstmal. Freue mich sehr auf Fragen, Kommentare, Kritik und danke schon mal sehr herzlich. Gibt es Fragen oder Anregungen, Anmerkungen? Super. Hallo, Julian. Mich würde interessieren, ob es innerhalb von Europa ein Vermittlungsverfahren gibt, falls sich die Behörden in Europa nicht ganz einig sind, ob du was dazu sagen kannst und ob du, wie du das einschätzt, ob die Zentralisierung in Deutschland bei einer Behörde sinnvoll ist im Verhältnis zur, ja, weiß nicht, wechselhaft effizienten Nebeneinander bei den Datenschutzaufsichtsbehörden zum Beispiel, ob du da eine Meinung zu hast. Danke. Danke dir. Zu dem ersten Punkt, wenn die unterschiedlichen Koordinatoren aus den Mitgliedstaaten sich nicht einig sind, war mein Verständnis, dass das Gremium da eine Rolle spielt. Und da gibt es, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es einen Prozess dazu, wie diese Behörden untereinander zu Einigkeit kommen können. Es ist aber auch wichtig, glaube ich, da zu beachten, dass bei den sehr großen Online-Plattformen, wo es ja wahrscheinlich viele der Behörden, also viele der Fragen zu geben wird, dass da ja sowieso die Kommission zuständig ist. Das heißt, man müsste sich da, müsste ich mir jetzt nochmal überlegen, an welchen Fällen überhaupt es grenzüberschreitende Fragestellungen geben kann, wo zum Beispiel der deutsche Koordinator mit dem spanischen ein Problem hat oder irgendeine Unklarheit gibt, die dann gelöst werden muss. Wie das passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht, nein. Und zu deiner zweiten Frage, zu der Zentralisierung, da hattest du ja nach einer Meinung gefragt, weil also da habe ich auch nur eine Meinung, da habe ich keine irgendwie empirischen Belege, was jetzt gut, besser ist oder schlecht ist. Also ich gehe so ein bisschen darauf zurück, was ich eben meinte zu der Bündelung. Ich glaube, die Datenschutzaufsicht, die ja dezentralisiert ist in Deutschland und auch die Medienanstalten, die Medienaufsicht, die über die Medienanstalten dezentralisiert ist, das hat alles Vorteile. Aber ich glaube, man hat in beiden Fällen auch gesehen, wie es doch auch manchmal einfach lange dauert. Es funktioniert alles, also sieht man ja in der Praxis, aber es dauert halt. Und ich denke schon, dass da Vorteile wäre, das zu zentralisieren. Deshalb finde ich gerade diese Idee eines Koordinators, der da wirklich so eine Schnittstellenfunktion einnimmt, finde ich da interessant. Aber das geht halt nur, wenn der das auch wirklich machen kann. Und wenn nicht ein Verfahren entsteht, wo es den Koordinator gibt und parallel noch 10 andere Behörden, mit denen er sich immer austauschen muss. Das ist ja gerade die Rolle des Koordinators, dass er das nicht machen muss, dass er mit denen vorab spricht und dann eben Deutschland auf europäischer Ebene vertreten kann. Und das kann er nicht, wenn er halt eigentlich nicht sprechen darf und, ja, wie gesagt, sich mit 10 anderen Behörden auf zwei oder drei politischen Ebenen sich absprechen muss. Hallo Julian, auch ich habe noch zwei Fragen. Das eine betrifft den Beirat. Also so ein Beirat kann, glaube ich, nicht die Funktion der Abstimmung der Behörden untereinander gewährleisten. Der Beirat kann ein Kontrollgremium sein von einer unabhängigen Behörde, die es ja sein soll. Ja? Also da muss man ja gucken, funktioniert das alles, ne? Wo gibt es Schwierigkeiten und so weiter. Und wie man den besetzt, darüber gibt es ja offensichtlich auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also ich glaube, der Beirat kann nur so eine Aufgabe übernehmen, weil der ja nicht wöchentlich tagen kann. Aber was hältst du zum Beispiel von der Idee, dass die unterschiedlichen Behörden auf Landes- und Bundesebene Spiegelreferenten in den Koordinator schicken und dort sozusagen für den Kommunikationsaustausch zuständig sind und dann gebündelt sozusagen beim Koordinator sitzen? Wir kennen ja das Prinzip von Spiegelreferenten auch auf Staatskanzleiebene, im Kanzleramt und so weiter, weil ich glaube, da ist gewährleistet, dass am besten der Informationsfluss auch da ist und die Rückbindung an die Behörden hin und zurück auch gewährleistet ist. Danke. Zu dem ersten Punkt erstmal zu den Beiräten. Ja, also eine Kontrollfunktion
wäre da möglich, aber ich würde widersprechen, dass es die einzige Möglichkeit ist. Ich glaube, der Beirat könnte auch als inhaltliches Fachgremium da sein. Nicht, da würde ich dir zustimmen, nicht um der Behörde Entscheidungen abzunehmen oder in irgendeiner Weise die Regulierung zu machen. Dafür besteht ja keine Berechtigung oder Legitimation. Aber wenn man den Beirat als Fachgremium sieht, das Expertise zum Koordinator trägt, die der Koordinator nicht selber hat im eigenen Haus, halte ich das schon für sinnvoll. Und das wäre für mich mehr als eine Kontrollfunktion. Das würde für mich dann halt auch darauf schließen lassen, der Koordinator selbst ein bisschen mitbestimmen kann, wer in dem Beirat sitzt. Wenn der Koordinator im besten Fall weiß, okay, ich habe hier Referat XY und ABC, da habe ich Leute, die sind fit, die kenne ich, aber ich habe jetzt gerade eine Problemstellung zu dem komplett anderen Thema, da brauche ich externe Expertise, die kann ich mir über einen Beirat reinholen, die kann ich mir über eine Konferenz reinholen, die kann ich mir über eine Konsultation reinholen. Und ich denke, da müssen wirklich unterschiedliche Formate nebeneinander existieren, um diese Fachexpertise zum Koordinator zu bringen. Zu der zweiten Frage mit den Spiegelreferaten halte ich auf jeden Fall für interessant. Da sind aber meine, kenne ich mich einfach nicht gut genug aus, wie das in der Praxis funktioniert, zum Beispiel im Kanzleramt. In meiner idealtypischen Vorstellung bräuchte man die gar nicht so sehr, weil einfach sehr viel ohnehin beim Koordinator gebündelt ist. Wenn der Koordinator eben viel von den Zuständigkeiten, die im DSA wirklich zugestanden werden, wenn der die einfach übernehmen kann und die eben nicht an andere Behörden gehen, dann sind auch die Spiegelreferate nicht ganz so wichtig. Wenn wir es in dem Gesetzentwurf Die Medienregulierung ist Ländersache, das stimmt, aber das wäre ja genau da an der Stelle zu sagen, das ist unberührt davon. Alles, was die Länder bisher gemacht haben, machen die Länder weiter, wenn es nicht vom DSA eben beeinträchtigt ist, und das ist ja in vielen Fällen der Fall. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da das Spiegelreferat dann unbedingt die einzige oder die nötige Variante ist. Aber ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Man müsste eben gucken, ob man das aus den Staatskanzleien, aus dem Bundeskanzleramt, ob man das gut übertragen kann. Nach meinem Wissensstand gibt es sowas bisher bei den Behörden nicht. Also es gibt Vereinbarungen schriftlicher Art und es gibt auch informelle Treffen zwischen Behörden, aber mir ist nicht bekannt, dass bisher zum Beispiel eine Bundesbehörde mit einer anderen Bundesbehörde eine Art Spiegelreferat hat. Aber das wäre eben fraglich, ob man das hier eben einmal testen könnte beim Koordinator. Ja. Vielen Dank für den super Überblick. Wer kümmert sich denn darum, wenn die Plattformen sich nicht dran halten an die Regeln? Macht das auch der Digital Services Coordinator? Und wenn ja, welchen Spielraum hat er dann, Strafmaßnahmen zu verhängen? Das kommt eben ganz auf die Plattform an. Bei diesen sehr großen Plattformen, von denen ich eben sprach, ist es so, dass da Verstöße nicht vom Koordinator unbedingt geahndet werden. Also da gibt es auch Prozesse, wie das manchmal der Fall sein kann. Aber in allermeisten Fällen wird das die Kommission machen. Das heißt, die Kommission wird sich die TikToks und Amazons und App Stores und Google Searches dieser Welt angucken und versuchen, Verstöße zu ahnden und Verbesserungen zu machen oder eben zu bestrafen. Für die Plattformen, die nicht sehr groß sind, sind dann jeweils die Koordinatoren zuständig. Und da auch wieder die Eindringung, das war auch die Diskussion von eben, für die Verstöße, die schon über andere Behörden geregelt sind, bleiben diese Behörden zuständig. Also wenn jetzt ein kleineres soziales Netzwerk gegen Datenschutzregeln verstößt, hat das nichts mit dem DSA zu tun. Dann sind weiterhin die Datenschutzbehörden zuständig. Wenn eine nicht sehr große Suchmaschine gegen Wettbewerbsvorschriften verstößt, hat das nichts mit dem DSA zu tun, dann bleiben die Wettbewerbsbehörden zuständig. Sondern nur bei den Fragen, die wirklich im DSA geregelt sind, zum Thema Inhaltemoderation, zum Thema Beschwerdewege, zum Thema Trusted Flagger, zum Thema Online-Werbung, Transparenz von Online-Werbung. Da würden dann Koordinatoren Verstöße versuchen zu ahnden und zu bestrafen. Hi, Julian. Ich würde nochmal einmal auf die Forschungsgruppen, die du beim Koordinator vorgeschlagen hast oder ins Spiel gebracht hast, zurückkommen wollen. Und zwar würde mich da interessieren, was du da dir genau vorstellst, was die Aufgabe sein könnte von so einer Forschungsabteilung hier und auch so ein bisschen in Abgrenzung, soweit ich weiß, ist der Koordinator ja eigentlich auch dafür zuständig, Forschungsanfragen zu beantworten und die Berechtigung da zu prüfen, inwiefern das da irgendwo ein Interessenkonflikt sein könnte, wenn du eine eigene Inhouse-Forschungsabteilung hast, aber selber auch über die Berechtigung der Anfragen entscheidest. Ja. Danke auch dafür. Also da war jetzt die Frage zur Rolle des Koordinators einerseits als Vehikel für externe Forschende, um an Daten zu kommen, andererseits die Möglichkeit für den Koordinator auch selbst Daten von Plattformen anzufragen, um zum Beispiel zu erforschen, eben
ja, wie sich Inhalte verbreiten und so. Okay, zu der ersten Frage, die Rolle der Forschungseinheit. Damit wollte ich eigentlich nur deutlich machen, dass aus meiner Sicht eben der Koordinator nicht einfach nur Koordinator ist, sondern auch eine große Rolle für diesen Datenanalysen hat. Und das kann er nicht machen, wenn er in seiner Organisationsstruktur eben nur darauf gepolt ist, mit anderen Behörden sich auszutauschen oder mögliche Verfahren zu Verstößen zwischen Behörden hin und her zu schieben. Und deshalb halte ich so eine Forschungseinheit schon deshalb für wichtig, um zu zeigen, der Koordinator macht mehr als nur koordinieren. Der Koordinator ist auch dafür da, Datenanalysen zu starten oder zumindest eine Art Forschungsnetzwerk, Forschungscommunity aufzubauen, um Plattformdaten, um Plattformen besser zu erforschen. Zu der zweiten Frage, mögliche Interessenkonflikte. Müsste ich nochmal genauer drüber nachdenken, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass die so direkt gibt. Also im Idealfall, vielleicht ist das auch ein bisschen eine Wunschvorstellung von mir, aber im Idealfall würde halt gerade so eine Forschungseinheit, gerade so ein starker Koordinator dafür sorgen, dass es eben ein Forschungsnetzwerk gibt und eben gerade nicht zu Interessenkonflikten kommt und eben gerade verhindert wird, dass beispielsweise der Koordinator die Anfrage einer Uni oder einer Organisation blockiert, weil er das gerade selbst machen will oder weil er das für nicht opportun hält oder so. Wenn man halt gerade so ein vernünftiges, gut aufgebautes, langfristiges Netzwerk hat aus einer Forschungscommunity, dann könnte man sowas im Idealfall hoffentlich vermeiden. Aber trotzdem, also wie gesagt, muss ich nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube, der Punkt ist trotzdem wichtig, irgendwie zu gucken, dass es keine Blockaden gibt oder dass nicht der Koordinator durch seine Machtposition in irgendeiner Weise die Forschung sogar eher behindert als beflügelt. Das wäre natürlich nicht im Sinne des DSA und nicht im Sinne der Forschenden. Ja, hallo. Ich habe eine Frage nicht so sehr zum Koordinator, aber vielleicht hast du trotzdem eine Einschätzung, es würde mich interessieren. Ich höre zunehmend Sorgen, dass der European Media Freedom Act den DSA auf eine Art konterkarieren wird, weil Medien dort von der Regulierung oder von auch Löschpflichten ausgenommen werden und dann eben die Bedenken sind, dass sich, sage ich mal, jeder russische Desinformation als Medien tarnen kann und das dann nicht mehr gelöscht werden muss oder auch nicht mehr gerankt werden muss. Wie schätzt du das ein? Schätze ich ähnlich ein, aber vielleicht einmal kurz zurück. Genau, also der European Media Freedom Act oder EMFA ist nochmal ein komplett anderes Gesetzesvorhaben als der DSA. Aber an einer wichtigen Stelle, das war jetzt genau die Frage, gibt es da eine Überschneidung? Und zwar war beim DSA einmal die Diskussion, dass man Medien von den Regeln für Inhaltemoderation ausnimmt. Das heißt, wenn man sich als Medium deklariert, dann müssen oder dürfen Plattformen keine Inhaltemoderation betreiben. Das heißt, nicht diese Medieninhalte nach oben oder nach unten in den Feeds zum Beispiel packen. Die Gefahr, die viele dahinter gesehen haben und die ich in großen Teilen auch genauso einschätze, ist, dass ich einfach sage, ich bin Medium und dann kann ich sagen, was ich will und die Plattform darf in keiner Weise mehr Inhaltemoderation betreiben. Also es geht gar nicht nur um Löschung, es geht auch um ja, einfach nach unten Stufen. Das heißt, das ist hier eine sehr delikate Ausbalancierung zwischen der Meinungsfreiheit, die durch Inhaltemoderation so oder so eben immer beeinträchtigt werden kann, und eben dieser großen Gefahr, dass Medien sich als dass Leute oder Organisationen sich als Medien tarnen und dadurch eben Desinformation verbreiten. Und dadurch, dass es für diesen letzteren Fall, dass es einfach irgendwelche Organisationen, seien sie staatlich, seien sie nicht staatlich, sich als Medien deklarieren, Webseiten aufbauen, die so aussehen wie Webseiten von nationalen oder europäischen Medien und dann darüber eben diskriminierende Inhalte, teilweise auch ja, falsche oder hasserfüllte Inhalte verbreiten, weil diese Gefahr real ist, weil es dafür Beispiele gibt, die empirisch belegt sind in allen, oder nicht in allen, aber in sehr vielen Mitgliedstaaten der EU, halte ich diese Regelung, dass man da Medien ausnimmt, für nicht so gelungen. Ich glaube, die Inhaltemoderation sollte gerade dafür darauf ausgelegt sein, dass sie eben die Nutzenden gleich behandelt und keine Ausnahmen schafft. Dass Ausnahmen geschaffen wurden, war lange den Plattformen vorbehalten. Und wenn man das jetzt gesetzlich verankert, bin ich nicht sicher, ob das in die richtige Richtung geht. Danke. Genau. Ja, wir haben leider keine Zeit mehr, aber Julian, bist du gleich noch kurz da? Wenn es noch Fragen gibt, genau, dann könnt ihr ihn auch gerne noch links oder rechts bei der Bühne treffen und auch noch gerne weiter diskutieren. Das ist dein Applaus. Vielen Dank, Julian, dass du da warst. Dankeschön.